Moin allerseits, hier ist Sven von autominimalist.de und ich möchte euch heute den Trangia vorstellen, den absoluten Klassiker, wenn es darum geht, einen Spiritusbarer mitzunehmen. Der Trangia ist zu Recht ein Klassiker, denn seit diversen Jahren wurde nichts an ihm geändert und zwar einfach deswegen, weil nichts an ihm verändert werden musste. Er ist absolut robust, sein Messinggehäuse rostresistent und er funktioniert nahezu immer. Er hat eine kleine Schwäche, dazu komme ich später aber nochmal. Ich möchte euch den jetzt erstmal ein bisschen genauer zeigen. Man hat hier diesen Kocher, erstmal einen Deckel, den man abnehmen kann und hier nochmal einen Schraubverschluss. Hier sind nochmal weitere Instruktionen drauf und dann einen sehr gut schließenden Drehverschluss. So, das ist schon der ganze Kocher. Man sieht vielleicht hier, es ist noch ein bisschen Spiritus drin. Ich lasse meistens ein bisschen drin, wenn ich es nicht ganz aufgebaut habe, fülle ich es extra aus. Damit ist der Kocher schon komplett fertig vorbereitet. Man sieht hier diese Gummidichtung. Das heißt, er ist wirklich auch sicher zum Transport. Es suppt wirklich nichts raus, sondern man kann es wirklich, wenn man es fest zudreht, kann man es tatsächlich so transportieren. Mir ist noch nie vorgekommen, dass irgendwas rausgeht. Mit diesem Deckel hier kann man die Flamme ein klein bisschen regulieren. Das hier kann man also so aufschieben. Und wenn jetzt die Flamme brennen würde, das zeige ich gleich aber nochmal, dann kann man das hier drauflegen und ein klein bisschen hier regulieren. Das ist ein bisschen fiddelig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wofür ich diesen Deckel nutze, ist im Prinzip, um ihn zu löschen. Wenn das kocht, was ich kochen wollte, schmeiße ich den Deckel einfach drauf, die Flamme erlischt sofort und damit sperre ich natürlich Brennstoff, weil was soll es länger brennen, als es unbedingt notwendig ist. So ganz einsatzbereit ist der Kocher tatsächlich noch nicht, denn hier kann man natürlich noch keinen Topf draufstellen. Man braucht also noch irgendwas, um tatsächlich den Topf eben draufstellen zu können. Ich habe dafür, weil ich ihn ganz gerne nutze, den Solo Stove. Dazu mache ich nochmal ein extra Review, das ist eigentlich ein Holzvergaser, aber das ist jetzt egal. Das Schöne an ihm ist, dass der Trangia perfekt hineinpasst. Dies hier wieder rauf und hier kann man entsprechend den Topf draufstellen. Das macht die Sache sehr komfortabel, wenn ich zum Beispiel mit Spiritus unterwegs bin, aber auch den Robokocher, sprich den Holzvergaser, nutzen möchte, habe ich sowohl als auch die Möglichkeit und brauche nicht noch ein extra Gestell für den Trangia, sondern den kann ich immer dort drinne verwenden. Das Schöne ist auch, ich nutze es auch als Transportmöglichkeit, denn der Trangia-Kocher passt sehr, sehr schön hier hinein. Dass hier also zusammengebaut ist, kann ich ihn hier reinsetzen, alles in den Packsack packen und fertig ist das zum Transport. Aber jetzt möchte ich euch das Ganze einfach mal zeigen. Ich fülle meistens vorher nochmal ein bisschen was an Spiritus. Ich habe dazu extra eine Flasche, sollte man nicht in irgendeiner 0815 Flasche machen. Spiritus ist stark brennbar, beziehungsweise die Gase vom Spiritus sind stark brennbar. Dementsprechend sollte man wirklich eine Flasche haben, wo nichts irgendwie rauslaufen kann oder dergleichen. Es lohnt sich schon, dafür irgendwas zu holen, was stabil ist. Das hier ist aus Aluminium, meine ich, ist das. Man sollte auch nichts unbedingt nehmen können, was man mit einer Trinkflasche verwechseln kann, denn Spiritus ist giftig. Man sollte also nicht irgendwie aus Versehen Spiritus trinken. Dementsprechend ist es wichtig, wirklich eine Flasche zu nehmen, die ausschließlich für Spiritus gedacht ist. Das nur als Tipp. So. Spiritus verbrennt nicht als Flüssigkeit, sondern die Gase verbrennen. Und zwar fülle ich hier noch ein bisschen was hinein. Man sieht vielleicht, dass die Flüssigkeit hier so ein bisschen verschwindet. Das liegt daran, dass das hier zwischen hohl ist. Das sind also Kammern, wo es erstmal reingeht, dass man es wirklich so ein bisschen füllt. Also ich werde bei weitem nicht so viel brauchen, also nicht wundern, dass ich so viel hineinkipp. Das ist wirklich nur, weil ich ihn halt einfach auch so transportiere. Ich gebe ihn jetzt hier hinein. Der größte Nachteil am Spiritus ist, wenn wir gleich mal gucken, wie das funktioniert, dass er leider sehr kälteempfindlich ist. Ähnlich wie bei Gas, bei einer Gaskartusche, die ja auch immer schlechter funktioniert, je kälter es wird, ist es bei Spiritus auch so, dass einfach die Gasform nicht mehr so hergestellt ist. Also es bleibt dann die Flüssigkeit quasi und es vergast nicht mehr. Und dann zündet die Flamme eben nicht richtig, um das mal ganz, ganz salopp zu sagen. Deswegen, man gerade in kalten Nächten, mache ich es immer so, dass ich mir diese Flasche einfach mit in den Schlafsack lege
damit die einfach über Nacht nicht zu sehr auskühlt. Oder den Kocher geschlossen mit in den Schlafsack lege. Auch das eben zum Schutz, damit nichts passiert. Normalerweise reicht ein Streich mit dem Feuerstahl. Und es ist heute sehr kalt. Aber, ja, man wird es jetzt nicht sehen können. Ich kann es spüren, indem ich die Hand drüber lege. Das ist nämlich das nächste, wo man wirklich aufpassen muss. Die Flamme ist sehr, sehr, sehr hell und zunächst auch erstmal blau, bevor er richtig angefeuert ist. Das heißt, immer mal vorsichtig fühlen, am besten von der Seite, ob man schon Hitze spürt. Man sieht die Flamme nicht unbedingt sofort. Aber hier ist die Flamme definitiv an. Ein bisschen kann man das vielleicht auch erkennen. Das heißt, ich kann den hier jetzt draufsetzen. Und meinen Tee vorbereiten. Das Schöne auch an dem Solo Stove hier ist, dass er gleich als Windschutz mit fungiert. Da es heute ein bisschen windiger ist, ist es ganz gut, wenn hier einfach noch ein bisschen Schutz drumherum ist. Ich warte jetzt gar nicht lange, sondern stelle das direkt drauf, dass wirklich jede Hitze auch mitgenommen werden kann. Deckel drauf ist beim Kochen immer besser, weil man enorm was an Energie spart. Und gerade beim Camping ist davon Vorteil, wenn man nicht unendlich viel Brennstoff mitbringen muss. Dementsprechend sollte man auch da immer den Deckel benutzen und eben sich die Energie sparen. So, mittlerweile sind knapp 6 Minuten vergangen. Das Wasser ist kurz davor zu kochen. Es ist ein Sturmkocher. Nichtsdestotrotz braucht man auf jeden Fall einen Windschutz, den ich hier jetzt minimal habe. Es gibt auch welche, die man drumherum bauen kann. Meistens hat mir das so gereicht. In der Anfangsphase, wenn man ihn anfeuert und dann nicht richtig läuft, dann kann man ihn leicht wieder auspusten, die Flamme. Wenn die Flamme erstmal im Gange ist, dann pustet man die auch nicht mehr aus. Dann ist die wirklich sturmfest. Das Problem ist aber, dass die Flamme halt nicht sehr konzentriert ist. Sobald ein Windzug kommt, geht die Flamme halt einfach zur Seite. Man sieht es hier immer mal, es ist heute relativ windig, dass die Flamme mal zur Seite hinwegschlackert und einfach den Topf nicht mehr wirklich trifft. Dadurch ist sie natürlich nicht so fokussiert, dadurch geht natürlich Hitze verloren. Also gerade wenn man auf längeren Touren ist, sollte man auf jeden Fall einen Windschutz mitnehmen, um einfach Brennstoff zu sparen. Wenn ich sowieso nur auf einem kurzen Trip bin und mehr als genug Brennstoff mitnehmen kann und es einfach nicht ins Gewicht fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, brauche ich es nicht unbedingt. Aber je länger ich unterwegs bin, desto wichtiger ist es tatsächlich auch, effizient mit seinem Brennstoff umzugehen. Es gibt auch für den Trangia eine Vorwärmkralle, gerade für den Winter. Das ist so eine kleine Kralle, die man unter den Trangia macht. Auch da tut man ein bisschen Spiritus rein, heizt das mit dem Feuerzeug an und erwärmt quasi den Spiritus, dass halt einfach schneller die Gase sich wieder lösen und man diese Gase dann eben anzünden kann. Habe ich selber noch nicht in Verwendung gehabt. Meistens hat es gereicht, wenn ich wusste, okay, beim Wandern in einer Stunde möchte ich mein Lager aufbauen und vielleicht was zu essen oder was zu trinken haben, was Warmes. Dann habe ich mir den Trangia einfach in die Brusttasche gepackt oder in die Hosentasche, einfach irgendwo in Körpernähe, damit der Körper entsprechend dazu beiträgt, das aufzuwärmen. Hat bei mir immer gereicht. Selbst bei minus 16 Grad, das dürfte so das Kälteste gewesen sein, wo ich es verwendet habe, war es ausreichend. Man hat natürlich nur diese Füllmenge, also wenn man ihn voll entzündet hat, brennt das runter. Man kann es eben, wie gesagt, durch den Deckel löschen. Man kann aber nicht währenddessen eben nachfüllen. Das heißt, man muss also wirklich die Flamme löschen und sollte eigentlich auch warten, bis es wieder ein bisschen abgekühlt ist, bevor man neues Spiritus, also deutlich abgekühlt ist, bevor man neues Spiritus nachkippt und es wieder entzündet. Für längere Kochunternehmungen ist also auch ein Spirituskocher nur bedingt geeignet. Hängt immer so ein bisschen davon ab, was man damit machen möchte. Auch durch die züngelnde Flamme sollte man immer bedenken, dass, wie man hier gerade schön sieht, ne, züngelnde Flamme, Finger weg, der Griff kriegt immer ordentlich was von der Hitze ab. Deswegen sollte man da aufpassen, nicht einfach so dorthin greifen und auch den Kocher vorsichtig anfassen. Es wird natürlich alles drumherum auch sehr heiß. Ich habe zum Glück einen feuerfesten Handschuh mit einer speziellen Faser, auch mit Kevlar verstärkt und so weiter. Da kümmert mich die Hitze überhaupt gar nicht. Also kann wirklich mit dem Finger in die Flamme reingehen. Das juckt mich nicht. Das ist sehr angenehm. Das ist auch schon fast vor dem Kochen. Es sind mittlerweile 8 Minuten vergangen. Es ist ziemlich windig. Ich werde es jetzt gar nicht ganz zu Ende kochen lassen. Also man sieht schon, wenn ich es jetzt abnehme, es fängt jetzt an zu brodeln. Also bis es richtig sprudeln kocht, kann man davon ausgehen, dass es 9 bis 10 Minuten dauert. Und das war jetzt etwa ein halber Liter, also sogar ziemlich genau ein halber Liter.
dafür kann man es verwenden. Ich will es deswegen jetzt nicht kochen, weil ich mir einen Tee machen möchte. Deswegen nehme ich das Gute jetzt einfach mal runter vom Kocher. Jetzt kann man auch die Flamme noch mal ein bisschen deutlicher sehen. Das hier auch runter. Und jetzt kann man sehen, dass die Flamme sehr intensiv flackert, da jetzt gar kein Schutz mehr ist. Jetzt nehme ich den Deckel, werfe ihn rauf und schon ist die Flamme erloschen. Und schon kann der Kocher entsprechend kühlen. Das nehme ich dann. Es ist noch relativ früh am Morgen, deswegen gibt es ein bisschen Mate-Tee. Das weckt dann nochmal die Lebensgeister ein bisschen. Ganz wichtig, holt den Kocher nicht sofort raus. Mit dem Handschuh vielleicht, aber das ist aber so ein bisschen schwierig ranzukommen. Lasst ihn erstmal in aller Ruhe auskühlen. Gebt ihn auf jeden Fall so 10 Minuten oder wartet einfach, bis ihr den Tee aufhabt. Also mir hat der Trangi eigentlich immer gute Dienste geleistet. Er rußt ein klein bisschen auf jeden Fall. Man muss also aufpassen, dass man den Topf nicht gleich so in die Hand nimmt. Also vielleicht einmal kurz auf den Boden abwischt. Oder aber ein Tuch nimmt, wenn man eins hat, was man eigentlich immer haben sollte. Sauber ist er jetzt auch nicht, das mache ich gleich nochmal richtig. Er ist für Kurztrips auf jeden Fall ideal. Ich bin ein großer Freund von Hobokochern, Gaskochern. Ich mag bei Gaskochern den Müll einfach nicht, sprich die Kartusche, die immer überbleibt. Im Ausland ist aber auf jeden Fall die Gaskartusche natürlich meiner Meinung nach von Vorteil, wenn man sie gut beziehen kann. Auch Spiritus kann man gut beziehen, aber so vom Platzverhältnis her und auch von der Effizienz her finde ich Gas immer noch so ein klein bisschen im Vorteil, wenn ich im Ausland bin. Wenn ich ansonsten irgendwo auf Kurztouren unterwegs bin und kein Feuer machen will oder kein Feuer machen darf, natürlich, ist Spiritus eigentlich immer der Brennstoff meiner Wahl, weil er eigentlich immer funktioniert. Und selbst im Winter, wenn man halt diese gewissen Vorkehrungen trifft und einfach ja, dafür sorgt, dass er nicht zu kalt wird, funktioniert das auch. Ich habe sonst auch, ich habe es einmal vergessen tatsächlich und er ist mir zu kalt geworden, habe ich ein kleines Stückchen Kienspan genommen. Ich habe meistens immer so einen Block bei mir, habe den Kienspan angezündet und habe das so halb reingetaucht in das Spiritus, dass die Flamme noch oben war und das Spiritus leicht anwärmen konnte. Und es hat vielleicht 20, 30 Sekunden gedauert, bis die Oberfläche von dem Spiritus erwärmt war, dementsprechend erst anfing das Gas sich zu lösen, sich irgendwie umzuwandeln und schon hat die Flamme gegriffen und es hat entsprechend angefangen zu brennen. Also auch das ist jetzt kein Beinbruch, wenn es mal zu kalt geworden sein sollte. Eine komplette Mahlzeit kann man mit dem Spirituskocher natürlich auch zubereiten. Ich lasse mir jetzt auf jeden Fall meinen Tee schmecken und freue mich über jegliche Ideen, Kommentare, Anregungen, Kritik natürlich genauso. Und wenn ihr mir ein Gefällt mir da lässt oder vielleicht sogar meinen Kanal abonnieren mögt, schaut uns gerne auch nochmal auf meiner Seite outdoorminimalist.de vorbei. Da findet ihr sicherlich auch nochmal die ein oder andere Information. Vielleicht ist ja das ein oder andere Interessante für euch mit dabei. Bis zum nächsten Mal.